Rendite-Killer Nummer 3. Mann, jetzt geht's aber ab mit den Rendite-Killern. Also, eine nicht funktionierende Mahnabteilung. Sagt natürlich jeder von euch wieder, oh, ich mahne selber. Wenn ich mir die offenen Postenlisten oft anschaue, die draußen so kursieren, dann ist es meistens so, vor allen Dingen in kleineren Betrieben, so von 10 bis 20 Mitarbeitern, dass der Chef selber da die Hand drauf hält, weil er die meisten Kunden kennt. Das heißt, oh, das ist ja der Schosch, das ist ja der Karl, der Schosch, der zahlt schon irgendwann. Ist aber schon 4 Monate drüber. Ja, der Karl und so. Da gibt es sogar folgende Fälle. Die Buchhalterin läuft immer wieder an gegen den Geschäftsführer und sagt, der hat nicht bezahlt. Da sagt er, ja, ach, da muss ich mal anrufen, da muss ich mal das. Dann telefonieren die auch tatsächlich, aber es kommt nichts bei raus. Das heißt, es gibt auch keinen Prozess dahinter, der heißt, pass mal auf, 2 Monate nicht gezahlt, der hat schon die 3. Mahnung, jetzt geht's zum Inkasso. Was bedeutet das für das Unternehmen? Und was bedeutet das im Hintergrund? Ganz einfach, solche Kunden ziehen andere Kunden an. Das heißt, habe ich schlecht zahlende Kunden und habe keinen Prozess dahinter, der einfach sagt, zack, jetzt geht's zum Inkasso, jetzt wird's vollstreckt. Dann bekomme ich auch solche Mitarbeiter. Da kannst du jetzt lachen, aber das ist so. Weil dann leihen die sich noch was bei mir. Ja, dann zahlt er es nicht zurück. Ich habe keinen Prozess. Ich sage nicht, ja, dann passiert es so, sondern es spricht sich dann rum. Ja, ich habe einen Tausender geliehen. Ja, den muss ich aber nicht zurückzahlen. Der Chef zieht es nicht durch. Wenn das passiert, ja, dann kommen auch andere Mitarbeiter, weil die sagen, na cool, dann muss ich nicht zurückzahlen. Dann nehme ich mal das Auto, dann nehme ich mal das. Und schon zerflattert es. Und auf einmal hast du 20, 30, 40 Kunden, die alle irgendwie nicht zahlen wollen. Weil bei den anderen können sie das nicht durchziehen, weil die haben ganz klare Regeln und sagen, pass mal auf, die Buchhalterin ruft da an. Bei mir war es früher so, dass im Großkonzern nicht angerufen wurde. Das heißt, ich hatte einen Vertrag gehabt mit einem ganz großen Erzeuger und der hat dann, war klar geschrieben, hier Zahlungsziel, 4 Wochen sind wir da, ja, alles klar. Und da wurde aber nie richtig gemahnt. Dann habe ich immer gesagt, pass mal auf, freitags wird immer alles gemahnt. Und das ist ein guter Tipp. Freitags alles mahnen, immer. Jeden Freitag gehen Mahnungen raus. Egal wer es ist, erstmal bis zur 3. Mahnstufe und dann braucht es einen Prozess dahinter. Zum Beispiel, jetzt geht es zum Inkassobüro oder es geht direkt zum Anwalt oder es geht ein Gerichtsvollzieher raus oder was auch immer. Aber da muss man mit dem Anwalt vorher mal gesprochen haben. Das ist ja ein Prozess, der weiß Bescheid. Die Buchhalterin kann es ihm direkt schicken und dann wird es abgewurschtelt. Nicht als hier von A nach B nach C nach D geschoben. Nee, das gibt's nicht. Und der Karl, wenn der nicht richtig bezahlt, dann kriegt er auch genauso Ärger wie alle anderen auch. Das ist doch mal Logo. So, auf jeden Fall mit dem großen Erzeuger ging es dann so, ja, warum wurde da nicht angerufen? Das kann ich sagen, weil das natürlich enorme Schmerzen gemacht hat. Wenn die Buchhalterin da anruft und sagt, hallo, ja, die Rechnung ist nicht gezahlt und dann, ja, was rufen mich denn an? Was nerven Sie denn hier rum und so und überhaupt? Moment mal, der kriegt genauso die Mahnung wie alle anderen auch. Warum? Es sind doch Verträge da. Also muss der sich genauso dran halten. Die anderen machen es halt, die anderen meckern und dann kriegen sie auch ihre Kohle. Und so habe ich dann immer angerufen und gesagt, pass mal auf, her mit der Kohle. Und dann haben die immer hier Schmerzen, ja und so. Und dann, ganz einfach. Haltet euch an die Verträge, zahlt im Zahlungsziel, dann passt doch alles. Wozu müssen wir hier bis zur 2. oder 3. Mahnstufe laufen? Macht keinen Sinn. Und wenn ich dann draußen mir die offenen Postenliste anschaue und dann sortiere und sage, was ist damit? Und dann sage ich zum Beispiel, jetzt kriegen alle eine Mahnung und der darf das nicht mehr selber entscheiden. Der Geschäftsführer soll da nicht eingreifen und den schützen, sondern wenn, gibt doch der Buchhalterin die Macht, dass sie es durchziehen kann, dass die, die anruft, dass die, die denen sagt, hör mal zu, du hast nicht gezahlt, was soll das? Kannst du bitte zahlen? Die muss es ja auch nicht wissen, dass der andere und überhaupt, sondern das ist die Buchhalterin, das ist die Mahnabteilung, da wird gemahnt, das ist doch ganz einfach. Und da ist eine Menge Geld draußen. Wenn ich dann immer mal unter den Strich schaue und gucke, wie viele offene Posten da draußen sind, das ist ja hammerviel. Und wenn ich dann noch welche finde, die sind ein halbes Jahr alt, dreiviertel Jahr alt und so weiter und die zusammenrechne, da fallen manchmal die Rollen runter, weil jeder sieht ja nur, ah, den kenne ich, den, 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 aber keiner hat es zusammengerechnet. Also, Strafmahnen, ganz zügig, Prozess dahinter und gebt der Buchhalterin Feuer, damit ihr immer wisst, okay, zack, raus mit den Mahnungen, damit immer die Mahnungen drin sind und dann die offene Postenliste öfter durchgehen. Und ich würde mir zum Beispiel auch
jeden Freitag die Kontostände schicken lassen, damit man genau sieht, okay, das ist drin, das ist nicht drin und die offene Postenliste. Dann hast du einfach so eine Art Frühwarnsystem und siehst immer, okay, da bin ich, da stehe ich, das passt für mich. Offene Posten, die würde ich immer gut bearbeiten. Okay, das ist der Renditekiller Nummer 3. Viel Spaß, wir sehen uns bei der 4. Hoffentlich kriege ich jetzt keine Mahnung. Abmahnung. Vielleicht, aber keine Mahnung. Nee. Ich bezahle immer so schnell. Ich bezahle immer mehr als schnell. Ich zahle ja fast schon, bevor die Rechnung da ist. Weil mit was anderem kann man draußen im Geschäftsleben ja gar nicht mehr glänzen. Das muss man mal sagen. Man kann ja Leute, vor allen Dingen, wenn man Subunternehmer hat und andere, kann man ja nur damit glänzen, indem man ganz schnell zahlt. Das ist heute, dass da überhaupt noch einer drüber nachdenkt oder dass Leute sich da freuen. Also ich zahle immer schnell und es lohnt sich dermaßen, weil die Leute dann einfach sagen, ist ja mal cool, da kann ich auch mal anrufen und sagen, kannst du heute mal? Da ist der woanders da oder sagt, nee, morgen kann ich nicht. Und dann sagt er lieber, na, ich kann doch, ich komme zu dir, weil ich schnell zahle. Das wissen alle, das haben immer alle ihr Geld gekriegt und das total schnell. Also von daher, das ist auch super. Da gucke ich auch nicht drauf, hier Verschiebung oder hier sonst irgendwas, sondern klar ziehe ich mir auch das Konto. Ist ja Logo. Aber wenn du schnell zahlst, ist es immer noch ein gutes Merkmal, dass es A, dir gut geht und es ist eine Wertschätzung gegenüber deiner Dienstleister, gegenüber deinem Dienstleister, von dem du irgendwas bestellt hast oder wo du eine Dienstleistung eingekauft hast, den schnell zu bezahlen, ist doch schon eine total hohe Wertschätzung. Ich finde es ein Unding, das 4 oder 6 Wochen liegen zu lassen oder noch in eine Mahnstufe zu kommen und den da zappeln zu lassen. Machen aber viele. Also viele haben Subunternehmer beschäftigt und die machen dann, ja, ich habe das Geld von meinem Kunden ja auch noch nicht. Aber da hat der Subunternehmer ja gar nichts mit zu tun mit dem Geld, weil er kriegt ja schon weniger Geld als ich als Auftraggeber. Da kann ich doch nicht den Subunternehmer noch da zappeln lassen und da sagen, ja, du hast jetzt ja 4 Wochen draußen, jetzt warten wir mal, bis der Kunde bezahlt hat. Ja. Und gerade größere Firmen, die haben teilweise 90 Tage Zahlungsziel und dann zappeln die noch rum und machen noch. Da kann ich nicht warten, da geht nicht, da habe ich die Kohle rausgeschoben, das ist mein Logo. Aber dafür braucht man natürlich auch die Liquidität, das ist auch klar, um das so tun zu können. Aber da muss man sich halt ein extra Konto schaffen. Aber da kommt man noch hin, das Kontenmodell. Hat nichts zu tun. Also zahlt selber schnell, kommt natürlich immer auf die Liquidität an, aber ein Tipp ist privat und so, zahlt so schnell wie es geht. Dann seid ihr pari, das ist ehrlich, das ist sauber und das ist eine gute Basis für ein gutes Geschäft. Also, keine Mahnung bekomme ich. Nicht mal eine Abmahnung. Tschüss!